Hier ist wieder euer Matrix im Start und Leute, heute kommt endlich das Best of des 12-Stunden-Livestreams. Und Leute, der 12-Stunden-Livestream war einfach so Hammer. Ich habe es leider ein bisschen gebraucht, um das Ganze aufzunehmen, weil ich ziemlich im Stress war. Leute, aber diese 12 Stunden mit Jannemann, Snake, mir und natürlich euch, den Abonnenten, war einfach so ultra Hammer. Ich habe die Unlock Alls danach natürlich sofort rausgehauen. Und ein Abonnent von mir hat ein Best-of des 12-Stunden-Livestreams gemacht. Er hatte von mir ein paar Tonspuren und ein paar Videoaufnahmen. Und dann hat er ein so geiles Best-of zusammengeschnitten, dass ich ihn einfach belohnen muss. Und das Ganze jetzt hier hochlade. Und ich würde mal sagen, schaut mal auf seinen YouTube-Kanal. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Und ich würde mal sagen, wir starten jetzt instant durch mit dem Best-of. Und es wäre natürlich mega nice, wenn ihr noch ein Like oder ein Abo da lasst. Haut rein, euer Matrix. Viel Spaß beim Best-of 12 Stunden Livestream. Jo Leute, und was geht ab? Ich bin's mal wieder, euer Zeusan, und ich wünsche euch heute viel Spaß mit dem Best-of aus dem 12-Stunden-Livestream von Matrix. Es sind einige lustige Szenen von Jannemann oder anderen YouTubern zu sehen. Wie gesagt, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Leute, das geht los. Burger King Berlin, gibt's mir einen guten Tag? Schönen guten Abend, Jannemann, mein Name. Und zwar hätte ich eine Frage, ob es bei Ihnen möglich ist, sich zu bewerben hiermit. Bewerbung hier im Objekt abgeben. Okay, also müsste ich dafür dann sozusagen in Ihre Filiale kommen und das einfach dann bei Ihnen in der Kasse sozusagen abgeben? Ist das in Ordnung? Ja, die können es auch per Post schicken. Ah ja, okay, perfekt. Weil ich habe auch schon Erfahrungen in diesem Business, möchte ich sagen, im Fast-Food-Business. Und zwar war ich bei McDonald's so tätig. Aber da gefällt mir die derzeitige Arbeitssituation überhaupt. Bezahlen unter Mindestlohn, einfach dreckig ist da alles. Nicht hygienisch, und ja, deshalb würde ich gerne bei Ihnen anfangen, habe ich viel Besseres gehört. Und ja, habe auch schon Bekannte in Ihrer Filiale. Abgeben oder schicken. Post. Okay, dann gebe ich sie ab oder schicke sie in Ordnung. Bitte schön. Ciao. Ja, danke schön, ne? Boah, der kommt. Direkte Absage. Ja, also gut, anscheinend ist Burger King nicht so der Chancengeber. Ja, kurzen Moment, ich rufe nochmal bei Burger King an, wo ich gerade war. Burger King Berlin, guten Tag. Guten Abend, Jannemann, mein Name. Ich hätte Ihnen mal ganz gern ein Gedicht vorgetragen, weil Burger King einfach so toll ist. Also ich möchte hiermit ein Dankeschön aussprechen, dass es Sie gibt. Es ist möglich. Sehr nett. Okay, es geht los. Lieber Gott, nun schlaf ich ein, schicke dir mein Engelein, das an meinem Bettchen kniet und nach meinem Herzchen sieht. Das ist treulich bei mir wach durch die ganze lange Nacht. Und kommt der helle Morgenschein, lass mich wieder fröhlich sein. Was sagen Sie dazu? Sehr gut. Das freut mich. Habe ich gerade eben geschrieben mit den Gedanken an Burger King. Okay. Okay, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut und vielen Dank, dass es Sie gibt. Ciao. Oh mein Gott. Also Sie sind sozusagen immer samstags so um diese Uhrzeit da zu erreichen. Also wenn ich nächste Woche Langeweile habe, wieder im Stream bei meiner Lieblingsschlange rumgammel, rufe ich wieder mal bei Ihnen an, oder? Ja, na klar. Ja klar, machen wir so. Okay, na gut, dann freue ich mich schon. Ne? Darf ich nicht vergessen, muss ich dran denken. Okay, wir hören uns dann in der Woche, ne? Mach's gut, du. Jo, du auch. Bis dann, ne? Ciao. Aber die Verbindung ist besser. Ja, schönen guten Tag. Ich bin's wieder. Erkennen Sie mich an der Stimme? Sie haben gesagt, ich soll eine Woche später nochmal anrufen. Ja, hallo. Ja, mir geht's gut. Ja, alles cool. Und bei dir? Ja, mal bestens arbeiten, aber... Ja, naja. Jetzt kriege ich gute Laune wieder.
Freude. Ja, das freut mich. Dann ist es nicht mal ganz so langweilig. Du, also beinahe hätte ich ja die falsche Burgerbude angerufen. Wie bitte? Ach so, ja, ja, bei dem wollte ich anrufen, aber der hatte zu, dieser Laden, als ich da anrufen wollte. Die haben immer früh zu. Ja. Ja, konnte ich leider keinen Spaß haben mit den Kollegen. Aber ihr, es gibt. Ja, es gibt noch eine andere Burgerbude, ne, in Berlin. Die heißt auch Burgerbude. Ja. Wart ihr die ersten oder haben die den Namen geklaut? Mit denen haben wir nichts zu tun. Das war mal unser Laden, aber. Also, ihr habt mit denen nichts zu tun, aber das war euer Laden. Wie? Haben die den Namen geklaut, oder wie? Nee, unser Chef hier. Ja. Hatte den vor 5 Jahren geführt und dann hat er ihn verkauft. Ach so, okay. Haben wir immer noch den gleichen Namen. Ah ja, okay, verstehe. Ja, hast du da angerufen? Nee, der hat nur bis 23 Uhr offen. Deshalb, ich hätte aber beinahe bei dem angerufen. Ich wusste nicht mehr genau, bei welchem Laden du arbeitest. Ja, nur Telefonate. Ich habe nichts zu tun am Wochenende. Da behänge ich immer so in so Livestreams rum und dann soll ich Leute anrufen. Verrückte Wörter sagen, wie Nagelbrett zum Beispiel. Weißt du, weißt du, was du machen kannst? Was denn? Du musst zum Beispiel eine Facebook-Seite aufmachen, ja? Ja? Solche Sachen aufnehmen, okay? Ja? Ja, solche Sachen sollte man aufnehmen, ja. Was kann man so? So, berühmt werden. Ja. Ja, so kann man berühmt werden, ja. Ja, das weiß ich. Ja, da musst du doch was machen. Nicht immer Telefonate. Ja, nicht einfach so Telefonate. Man muss es aufnehmen und dann online bei YouTube reinstellen oder so. Dann könnte man 100.000 bekommen. Ja, ich sag dir, nicht alle Leute reagieren so cool. Man braucht dann Leute, die richtig cool reagieren. So. Nee, was denn? Kein Duo, ja? Ja? Zum Beispiel, du rufst bei mir an, ja, aber ich weiß nichts davon, ne? Ja. Du schickst jemanden hier heimlich als Kunde. Ja. Und du rufst an, weißt du? Ja. Und du provozierst ihn und er nimmt alles hier auf heimlich. Ja. Das wäre cool. Ja, das wäre ich. Dann könnte man so die 1 Million Klicks schon knacken. Kennst du? Jetzt sag ich dir mal was. Jetzt sag ich dir was, was ich nicht oft sag, ja? Nee, Nick. Hör mal zu. Kennst du den Jannemann auf YouTube? Ja, kenn ich. Kennst du den Jannemann auf YouTube? Wenn du das nächste Mal anrufst und er drückt die Nummer. Willst du mal nachgucken auf dem Kanal? Der macht nämlich auch solche Telefonpranks. Okay. Hast du einen Laptop da? Einen Computer? Oder ein Handy? Handy, aber ich habe wirklich gar keine Zeit, weil bei mir ist jetzt Wochenende, mein Arbeiter ist noch nicht da. Ja. Und ja, ich bin alleine, es ist viel los. Ach so. Ach so, okay, Sonntag hast du aber frei, oder? Sonntag, ja. Ja, dann kannst du da ja mal bei Jannemann vorbeischauen, der macht richtig gute Sachen, richtig gute Telefonpranks. Der ruft auch mal in der Dönerbude an und so. In der Burgerbude. Wie bitte? Wie bitte? Ich hab dich gerade nicht verstanden. Ruf mal morgen an. Ja, habt ihr morgen offen? Bedienst du nebenbei Kunden, während du mit mir telefonierst? In einer halben Stunde? Ja. Ja, okay, dann ruf ich. Ja, okay. Ja, gut, dann will ich dich nicht stören bei der Arbeit. Dann ruf ich in einer halben Stunde noch an, wenn ich wach bin, ne? Danke dir, ja. Jo, kein Problem. Dann bis gleich, ja? Ciao. Eine Stunde später. Hallo. Ja, hallo. Wird gestartet. Ja, Business is booming. Meister, immer noch voll, ja, bei mir. Halleluja. Das Geschäft läuft aber gut bei dir heute. Er sagt, es ist immer noch viel zu tun und legt dann einfach auf. Ja, schönen guten Abend, Jannemann mein Name. Ich rufe an wegen der Bockwurst. Oh, ich verstehe. Wie bitte? Ich rufe an wegen der Bockwurst.
Also, die wollten sie mir liefern. Was wollte ich ihnen liefern? Die Bockwurst. Nee, da haben sie sich jetzt aber verwählt. Nee, ich bin noch hier bei dem McDonalds-Restaurant in der Rathenower Straße. Oh, weiß ich nicht. Wo sind Sie? Beim McDonalds-Restaurant in der Rathenower Straße. Im Moment. Dort gibt es doch die angepriesenen Bockwurst-Burger. Hallo? Hallo, ich bin in... So, jetzt komm mal, jetzt ist es leise bei mir. Nur erzählen Sie mal, was soll ich liefern? Und zwar, ich bin doch hier beim McDonalds-Restaurant in der Rathenower Straße. Richtig. Okay, es geht um den angepriesenen Bockwurst-Burger, den ich ja bei Ihnen zuallererst geben soll. Da müssen Sie aber jetzt irgendwo sich verlesen haben. Also erstens liefern wir gar nichts und zurzeit haben wir auch noch gar keine Bockwurst. Wir hatten mal eine Currywurst, ob die wieder das Angebot kommt, weiß ich nicht. Ach, dann ist es die Currywurst, die bei Ihnen zu kaufen ist. Kann sein, ja, da habe ich mich wahrscheinlich verlesen. Dann ist es die Currywurst. Ja, dann finden wir was anderes für Sie. Wie sieht das denn aus mit der Currywurst? Was können Sie mir da empfehlen? Haben Sie gar keine Würste? Haben Sie gar keine Würste? Nee, wir haben gar keine Würste. Aber wie schon gesagt, kommen Sie her und dann suchen wir gemeinsam was für Sie und dann finden wir da auch was. Okay. Na gut, dann suchen wir gemeinsam mal in meiner Hose nach einer Wurst. Ach so, ja, ich bin ja bei McDonalds, tut mir leid, das ist mir unangenehm. Auf Wiederhören. Ich kann gar nicht rennen fahren. Gerne Mann wieder. Oh shit. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, der Boy übertreibt's auch immer. Ey, Janne, war das gerade stimmt, dass ich aufgenommen habe? Was? War das gerade stimmt, dass ich aufgenommen habe? Janne, Mann, nein, ist gut. Hier hat gerade jemand in den Chat geschrieben, kannst dass du bitte... Kannst du vielleicht nochmal die Abonnenten gleich grüßen?